Papa kam in dieses Land, grüner Opel Commodore. Sie war's nach Lemgo, 7 Kinder ohne Kohle. Mit meiner Oma, 6 Mädchen und ein Jungen. Er war streng zum Arbeiten, hat er jeden hier gezwungen. Wir sind jetzt hier in Köln-Kalk-Post, richtig? Jo. Ist das so das Zentrum von Köln-Kalk? Ja, so eine Art Zentrum oder zentraler Punkt. Hier ist halt direkt die Arkaden. Da hinten ist zum Beispiel Grimberg, wo ich halt jahrelang gewohnt habe. Hier ist die Kalker Hauptstraße. Das ist so die Hauptstraße, so wie es auch heißt. Und ja, das ist halt hier so wie, weiß ich, ihr kommt ja aus Berlin, Kreuzberg vielleicht, wo halt viele Ausländer auch sind, aber auch viele Studenten. Magst du es hier? Magst du Köln-Kalk? Ja, voll. Es ist ja so, die Leute assoziieren mich ja auch damit oder wissen, dass ich von hier bin. Mhm. Viele von meinen Liedern handeln über diese Ortschaft und ich bin stolz darauf. Ja. Wir sind ein gewisser Schlag vom Mensch, haben unser ganzes Leben immer hart gekämpft. Wenig Kohle, doch mach mal weiter. Ich wiederhole, Gastarbeiter. Wir lieben Deutschland vom Herzen wie verrückt, doch leider liebt es uns nicht jedes Mal zurück. Wer sieht schon gerne seine Nachbarn scheitern? Außer es handelt sich um Gastarbeiter. Okay. Ich bin in Köln geboren, in Mönchengladbach aufgewachsen. Dann, als es mit der Karriere losging, so, habe ich ein paar Jahre in Berlin gelebt. Ja, warte, ich spreche gerade noch, okay? Passiert das oft, dass die Leute hier ansprechen, gerade in Köln? Ja, ab und zu schon. Weil gerade schon da hinten am Basketballplatz. Ja, das sind halt die Jugendlichen, ne? Die sind halt natürlich auch stolz drauf, dass einer von hier kommt. Mhm. Und ja, ich war jetzt hier, weiß nicht, 8-9 Jahre lang hier und bin auch immer wieder gerne hier. Ich habe hier Freunde, wie hier auch den Kollegen, dem das hier gehört. Ah, ja. Und ja. Und du bist sozusagen Einwanderer dritter Generation, oder? Ja. Also das heißt deine große... Okay, alles klar, ich komme jetzt. Das heißt, du bist Einwanderer dritter Generation, also deine Großeltern sozusagen sind hergezogen, deine Eltern sind schon hier geboren. Ist es dann, also als was fühlt man sich denn dann? Ist man dann eher Kölner oder Deutscher oder ist es überhaupt schwer, sich festzulegen? Wie ist also ich habe mich immer als ein Deutsch-Türken gefühlt, mhm. Ja. Also viele, wie soll ich das sagen, also es gibt halt Orte wie Köln oder wie Berlin, Vorsicht, es gibt halt Orte wie Köln oder Berlin oder auch Mannheim ist auch so, wo das gar kein Thema mehr ist, weißt du, wo die Leute jahrelang zusammen mit den Ausländern wohnen oder mit den Türken wohnen und von da komme ich auch und von daher, für mich ist das kein großes Thema, aber ich kann verstehen, dass in manchen Gebieten man als Türke noch so ein gewisser Außenseiter ist, oder? Wurdest du denn, wie haben denn die anderen dich wahrgenommen? Also wenn du sagst, so Deutsch-Türke und für dich ist das kein Problem, aber wie wurdest du von außen wahrgenommen? Also ich war als Jugendlicher in meinem Freundeskreis, wir waren ganz unterschiedliche Nationalitäten, sowohl Deutsche als auch Türken, als auch, ich weiß nicht, wir hatten Polen im Freundeskreis, und Kroaten, das war immer unterschiedlich. In Mönchengladbach oder in Köln? Das war in Mönchengladbach, aber hier ist es ja dasselbe. Ich meine, guck dir die Jungs an, es sind unterschiedlichste Nationalitäten, und die leben einfach zusammen, weißt du? Also es gibt halt, wie gesagt, Städte, da ist es kein Ding. Mhm. Und da bin ich halt stolz drauf, von da zu kommen oder von Köln, aus Köln zu sein. Wo Toleranz oder sowas halt noch groß geschrieben wird. Auf der Seite in einem deiner Songs, komme ich schon wieder mit dem Song, in Gastarbeiter, sagst du, wir lieben dieses Land von Herzen, yeah. Wie verrückt, doch leider liebt uns niemand zurück. Nee, nicht immer zurück. Nicht immer das zurück. Ist ein bisschen was anderes als okay. Niemand zurück. Ne? Okay. Nicht immer zurück und nicht immer ist gemeint, ich meine, es gibt ja Berichterstattungen, ob es jetzt Rechtsradikalismus ist oder ob es so ist, dass vielleicht zwei die gleichen Grundvoraussetzungen haben, aber der eine den Job bekommt, weil er halt kein Ausländer ist. Ich will mich ja nicht damit beschweren. Ich sage ja deswegen auch nicht immer zurück. Mhm. Und damit will ich einfach nur den Leuten sagen, die müssen sich manchmal doppelt so anstrengen. Und, aber meinst du, bringt es was, sich anzustrengen? Ja, natürlich. Ich bin ja der lebende Beweis dafür. Und ich habe auch einen Song auf dem neuen Album, der geht da genau darüber, dass man sich halt, wenn man aus so einem Problembezirk kommt oder so einen Background hat, sich manchmal halt doppelt so viel anstrengen muss. Aber man muss halt denken, okay, das ist halt so, weißt du? Und man kann nicht jetzt da sitzen und die ganze Zeit sich nur darüber beschweren. Mit meinen Cousins, Inan und Jam, meine Eltern hatten sich inzwischen wieder getrennt. So wurden wir drei groß, Brüder für immer. Wir waren nicht reich, bloß glückliche Kinder. Wer weiß, wie die Sterne im Universum fallen. Unser Inan starb bei einem Verkehrsunfall. Seitdem war die Familie nie mehr die gleiche. Dabei wollten wir doch hier nur Zufriedenheit erreichen. Guckst du viel Fernsehen oder was ist so dein Hauptmedium eigentlich? Ja, ich guck ab und zu Fernsehen, aber ich guck mehr Filme. Ich habe eine riesen DVD und Blu-ray
Fernsehsammlung. Und Fernsehen gucke ich auch natürlich, Nachrichten oder manchmal diese komischen Formate oder so. Bist du hier Berlin Tag und Nacht oder so? Nee, das hasse ich wie die Pest. Okay, warum? Also nicht wegen Berlin. Berlin ist die coolste Stadt, so eine der coolsten Städte überhaupt, ne, auf der Welt. Aber ich mag einfach nicht dieses Gestellte, ja. Diese gestellten... Das ist voll in gerade, ne? Diese gestellten Shows, überall, alles Mögliche. Also das von gefällt mir. Also ja. Da mochte ich lieber die Talkshows früher, so Arabella und so, weißt du? Das mochte ich, weil das war irgendwie so Konfrontation irgendwie, weißt du? Aber selbst bist du ja auch ganz schön aktiv, auch in allen möglichen Formaten. Du warst sogar beim Promi-Dinner und so. Warum gehst du denn zu sowas? Ja, einerseits natürlich wegen der Kohle und andererseits, ich selektiere halt, was ich selber halt noch cool finde. Und ich finde, Promi-Dinner, klar, das kann man so oder so sehen, aber das hat halt noch einen gewissen Wert, sag ich mal. Es gibt halt auch wirklich noch gewisse Sendungen, da läuft es nur darauf hinaus, den Promi lächerlich zu machen. Aber bei Promi-Dinner ist das ja nicht so. Da treffen sich einfach nur 4 Prominente und kochen, ja. Okay, man könnte sagen, okay, du bist nicht fürs Kochen bekannt geworden, warum machst du das? Aber ab irgendeinem Punkt bist du ja dann auch eine Person der Öffentlichkeit. Und ich freue mich ehrlich gesagt eher darüber, dass sich Leute dafür interessieren, dass ich vom Rapper geschafft habe, so zur TV-Persönlichkeit. So, das kann man ja halt so und so sehen, weißt du? Gleichzeitig ist so gerade das Internet natürlich am Kommen und irgendwie so die klassische, man hört oft, dass Leute auch weniger Fernsehen gucken. Wie ist es, glaubst du, dass das Internet auch den Leuten so mehr Möglichkeiten gibt, sozusagen sich selber zu informieren und so unabhängiger zu werden? Ja, auf jeden Fall. Und das Internet hat das mit der Musik gemacht, dass sich die Leute entscheiden, was in ist. Und früher war das so, da haben die ein paar Sender oder ein paar gewisse Gremien entschieden, was als nächstes in sein wird, weißt du? Und das ist eigentlich eine... Also da kann man was Positives auch draus ziehen. Ja, wenn nicht so ein paar alte Männer in den Sendezentralen sagen, okay, der nächste Hit ist das und das. Wenn das nicht wäre, dann hätte ich auch nicht mein Comeback geschafft. Weil das Volk hat ja gesprochen. Weißt du, bist das so ein Schlipsträger, der irgendwo da sitzt, gerafft hätte, okay, das ist jetzt wieder in. Also da hätte ich ja noch grau werden können, weißt du? Und deswegen, also man kann auch das Positive draus ziehen. Und ich habe die Leute sozusagen dazu gebracht, das wieder cool zu finden. Was sollen wir machen? Man blickt halt nach vorn. Doch hatten unser Lachen im Gesicht bereits verloren. Ich seh euch an und das macht mir Mut. Deswegen steht es auf meinem Rücken. Absolut. Also du hast vorhin erzählt, die Platten verkaufen sich insgesamt über weniger als früher. Also es gibt ja auch so gewisse Nachteile da im Internet. Ja. Also ich meine, Stichwort illegale Downloads und so. Ja, klar. Es wird mehr Musik konsumiert, aber weniger dafür bezahlt. Und das Aufgabenfeld hat sich einfach auf verschiedene Sachen verteilt. Früher hat es halt gereicht, eine CD rauszubringen. Heute musst du eine CD rausbringen mit irgendeinem T-Shirt und dann noch Touren und was auch immer. Du musst dein Geld aus verschiedenen Sachen holen. Aber das hat auch andererseits aus mir auch so eher ein Businessman gemacht, als ich das früher war. Früher war ich halt sehr eng mit dem Major-Label zusammen. Hab einfach nur so abgeliefert und die haben gehandelt. Heute mache ich ja fast alles selber. Macht das Spaß, irgendwie so mehr Verantwortung zu haben für das, sozusagen für alles, auch was drumherum ist? Oder ist das, lenkt einen das eher ab von der eigentlichen Arbeit, Musik zu machen? Nee, mir macht es Spaß, auch drumherum was zu machen. Alles außer Bürokratiezeug. Das ist so gar nicht mein Ding. Das macht mir null Spaß. Und da bin ich froh, dass ich mein Management habe, dass die das machen sollen. Machen sie es. Machen sie, ja. Perfekt, Gott sei Dank. Jo, wenn mich hier jemand... Wir gehen wieder. Nein. Erst mal. Wir nehmen jetzt ein bisschen was euch. Ja? Wir haben gerade gegessen. Dankeschön, haben wir. Ciao. Voll herzlich. Ist echt super. Ja, Mann. Die wollen dann gar nicht gehen lassen. Nee, die wollen nächstes gehen lassen. Ja, wir hatten gerade geredet über Medienkonsum und so. Glaubst du denn, dass die Medien in den Nachrichten, dass die Sachen gebracht werden, die auch relevant sind und die wichtig sind? Oder gibt es da so Leerstellen? Also ich war letztens bei RTL 2, da habe ich eine Kleinigkeit eingerappt für so eine Sache. Und da haben die mir gesagt, zum Beispiel, die versuchen, also sogar so ein Mainstream-Sender wie die, versuchen schon das Eingemachte zu zeigen. Mhm. Nur es gibt halt Unterschiede zwischen den Nachrichten, weißt du, für gewisse... Gruppen, ja, und das, was bei RTL 2 ist, die müssen das halt so in ganz oberflächlicher Weise behandeln, aber die versuchen trotzdem ihr Bestes zu geben. Also ich würde das nicht so streng sehen. Mhm. Ich habe da auch schon gesehen, das ist auch eine Art von Journalismus,
das Leuten klarzumachen, die nur kurzfristig einschalten oder die das gar nicht so sehr interessiert, weißt du? Mhm. Anstelle wie bei, wie bei ARD zum Beispiel. Aber du spielst sicher auf das Internet an und ja, da kann man sich natürlich alle Infos dann reinholen. Glaubst du denn, dass Musik sozusagen, also Nachrichten haben ja auch so eine gewisse, also wie du sagst, es muss irgendwie schnell gehen und auch manchmal oberflächlich sein. Glaubst du, dass Musik so eine andere Form sein kann von klingt jetzt so groß irgendwie, aber so von Wahrheitsvermittlung, also dass man so sagen kann, okay, die Welt ist auch so, mhm. das ist, kommt nicht in den News, aber das ist trotzdem wahr? Ja, Musik ist ja Kunst, ne? Und das ist, gerade bei Rap ist das aus deiner subjektiven Sicht. Und was die Leute hören oder was sie draus ziehen, das müssen sie dann wissen. Da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Der eine macht einen schlaueren Rap, der andere macht einen eher oberflächlicheren Rap. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie bei den Nachrichten, weißt du? Denkt man da irgendwie auch so manchmal drüber nach, also dass man eine gewisse Verantwortung auch hat? Also dass man, oder ist das in dem Moment dann egal, wenn man schnell was macht und was Cooles macht? Es kommt immer darauf an, wann das ist, wo das ist, wofür das ist. Da steigert sich manchmal ein bisschen die Verantwortung. Aber auch generell habe ich an Verantwortungsgefühl gewonnen, finde ich, bei meinen Platten. Natürlich, ich war auch Jugendlicher, der einfach nur so ein Battle-MC war, der viel auch auf die Kacke gehauen hat bei den Texten. Ne? Aber wenn du meine neue Platte anhörst, da ist das eigentlich nichts, wo man sagt, boah, das geht gar nicht klar oder das ist politisch unkorrekt oder das ist irgendwie ethisch, moralisch unkorrekt oder was auch immer. Das habe ich eigentlich nicht auf den neuen Platten. Aber manchmal tun in der Wahrheit noch weh. Also das Unkorrekte, also das scheinbar Unkorrekte ist dann manchmal auch korrekt, oder? Ja, manchmal hast du recht, muss man die Leute ein bisschen wachrütteln. Und das ist auch ein Stilmittel, ne? Mhm. Da kann man, das kann man auch im Rap gut umsetzen. Act to the Roots heißt die neue Platte. Yes. Super. Dritter Platz in den Charts. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank an super, dich. Super, in Köln-Kalk. Yes. Ich grüße alle, die das hier gucken. Ne? Und besucht mal meine Facebook-Seite und supportet die Jungs. Macht das. Das ist ein guter Tipp. Okay. Danke. Bis dann. Bis dann. Ciao. Der Gastarbeiter. Wir sind ein gewisser Schlag von Mensch. Haben unser ganzes Leben immer hart gekämpft. Ich kohle, doch mach mal weiter. Ich wiederhole, Gastarbeiter. Wir lieben Deutschland vom Herzen wie verrückt. Doch leider liebt es uns nicht jedes Mal zurück. Wer sieht schon gerne seine Nachbarn scheitern? Außer es handelt sich um Gastarbeiter.